Wir sprechen mit Herrn Dr. Speer von der Helvetia, verantwortlich dort im Hause für den Schadenservice. Künstliche Intelligenz ist eines der großen Schlagwörter zurzeit. Was ist künstliche Intelligenz oder auch verbunden mit der Frage, welche Missverständnisse gibt es denn da zurzeit in der Diskussion? Das ist eine sehr spannende Frage, denn wir erleben die Diskussion um die künstliche Intelligenz einmal aus der Laiensicht und einmal aus der Expertensicht. Und da sind die Vorstellungen, was künstliche Intelligenz ist, sehr unterschiedlich. Bei Laien hat man häufig die Vorstellung, die vom Kino geprägt ist. Man sieht irgendwelche Supermaschinen, Superkräfte und man hat zu Hause eine Alexa und eine Siri und denkt, wenn Alexa und Siri möglich sind, dann ist doch diese Superintelligenz möglich. Diese kann uns irgendwann beherrschen. So eine starke Intelligenz gibt es aber nach heutigen Forschungsergebnissen noch überhaupt nicht. Was wir am Markt vorfinden, ist eine sogenannte schwache Intelligenz. Diese schwache künstliche Intelligenz ist aber so leistungsstark wie noch kein Computerprogramm, wie wir es in den letzten 20 Jahren hatten. Mit dieser schwachen Intelligenz können wir heute Lösungen finden, auf die wir vor 20 Jahren einfach noch keine Antworten hatten. Welchen Nutzen kann denn die künstliche Intelligenz oder die schwache Intelligenz, wie sie jetzt zurzeit genannt wird, für die Versicherungswirtschaft denn haben? Welche Einsatzbereiche sind denn da sinnvoll? Die schwache künstliche Intelligenz ist, wie gesagt, ein unwahrscheinlich leistungsfähiges Werkzeug. Wir können sie fast in allen Bereichen einsetzen, wo es um die Optimierung von Prozessen geht. Ganz wichtig ist es für die Beschleunigung unserer Prozesse, denn schnelle Prozesse sind für unsere Kunden gute Prozesse und da wird in der nächsten Zeit der Schwerpunkt beim Einsatz künstlicher Intelligenz liegen. Mhm. Worin besteht denn die größte Herausforderung bei der Implementierung solcher Systeme? Man darf bei künstlicher Intelligenz niemals die Technik vor den Nutzen für unsere Kunden stellen. Das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Kunden. Wenn wir nur auf künstliche Intelligenz beispielsweise im Schadensfall bauten, dann würden wir den Kunden im Schadensfall eine elektronische Stimme oder Tasten anbieten, die er drücken muss. Aber gerade im Schadensfall zeigt sich die Wert der Versicherung und da möchten wir die menschliche Schnittstelle liefern. Die künstliche Intelligenz kann unsere Mitarbeiter dabei unterstützen, unseren Kunden schnell den Schaden zu regulieren. Aber wir dürfen die Schadenregulierung nicht der künstlichen Intelligenz überlassen. Wenn wir den Blick jetzt in die Zukunft richten, welches Potenzial sehen Sie denn für die künstliche Intelligenz? Da sind ja noch einige Mythen auch im Umlauf. In erster Linie sehe ich das Potenzial in der Beschleunigung und Verschlankung der Prozesse. Und wenn wir diese Prozesse beschleunigt und verschlankt haben, dann haben unsere Mitarbeiter wieder mehr Zeit, um den Kunden in den Blickpunkt ihres Handelns zu stellen. Wir haben mit künstlichen Intelligenzprogrammen keinen Mitarbeiterbau oder etwas Ähnliches im Sinn. Wir haben heute Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu rekrutieren. Und deswegen müssen wir den Mitarbeitern, die gut arbeiten und unseren Kunden Mehrwert geben, Freiraum geben, um unsere Kunden zu betreuen. Das ist der Einsatzpunkt für künstliche Intelligenz. Da kommen sehr spannende Zeiten auf uns zu. Ich danke für das Gespräch, Herr Dr. Speer, und weiter viel Erfolg für Ihre Firma. Vielen herzlichen Dank.